Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Gegensatz zu uns Unterländern feiert man Silvester im Appenzell erst am nächsten Samstag. Warum das so ist, erfahren wir dann ein bisschen später. Weil man im Januar aber generell weniger feiert und dafür wieder mehr auf Ausgaben schaut, hat Gopfen sein zahlreiche Angebote zum Sparen zusammengestellt. Zum Beispiel das Rutenschnitzel, das Andy vom Restaurant zum alten Stefan in Solothurn für sein Rezept ausgesucht hat. Richtig, es gibt Rutenschnitzel im Ei paniert mit Kapern. Grüß euch miteinander. Nicht nur das Rutenschnitzel, sondern auch unsere fixfertigen Fondue wie das Appenzeller, das Gopfondue und das Gopfondue mit Waschlein sind jetzt günstiger. Auch eine Neuheit von Gop Natura Plan darf ich heute vorstellen. Eine frisch geriebene Fondue-Mischung aus biologischem Käse. Alle, die das Fondue gerne selber nach eigenem Rezept zubereiten, bekommen bei uns nach wie vor die Gop Spezialmischung mit ausgereiftem Gruyère und Schweizer Raclette-Käse und das besonders cremige Moitié-Moitié mit halb Gruyère und halb Vacherin Fribourgeois. Und jetzt gebe ich in die Küche für das Rezept. Zitronensaft, abgeriebene Zitronenschalen, Pfeffer und Olivenöl miteinander verrühren, dann über die Rutenschnitzel geben und mindestens eine Stunde marinieren. Für die Soße Weisswein und Hühnerbouillon um die Hälfte einkochen, Kapern mit Kaltwasser abspülen und zum einreduzierten Fond geben. Kurz vor dem Servieren kalte Butterflöckchen in die Soße geben und kräftig mit Salz und Cayenne würzen. Für die Schnitzel Eier, Mehl und Olivenöl zu einer Panade verrühren und leicht mit Salz und Pfeffer würzen. Dann die Schnitzel im Mehl wenden, durch die Panade ziehen und bei mittlerer Hitze beidseitig goldbraun braten. Wenn es soweit ist, die Schnitzel anrichten, mit Kapern garnieren und mit der Soße separat servieren. Auch das Rezept steht wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche viel Vergnügen beim Ausprobieren. Besten Dank, Andy. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs für unsere Zuschauer im Studio. Die Frage hat gelautet, in welchem Kanton feiern wir am nächsten Samstag Silvester? Uri, Nidwalden oder Appenzell? Andy, darf ich dich bitten, das Kärtchen zu ziehen? Mache ich gerne. Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Appenzell. Und somit Rekaschecks im Wert von 250 Franken gewonnen hat die Frau Hevelfinger Nathalie. Herzliche Gratulation. Rekascheck werden auf zahlreichen Transportmitteln wie Bahn, Postauto, Schiff oder Bergbahnen wie Bargeld entgegengenommen und man kann in mehr als 2000 Restaurants in der ganzen Schweiz damit zahlen. Wie schon erwähnt, feiern die Appenzeller am nächsten Samstag den Altsilvester. Ein Brauch, der an julianischen Kalender erinnert. Junge Burschen ziehen am Morgen früh als schöne und wüste Silvesterkleus in Leder- und Wachsmasken und mit wahren Kunstwerk auf dem Kopf von Hof zu Hof und wünschen den Bewohnern ein gutes Neues. Ob die Silvesterkleus nach dem Umzug ein Fondue essen, das wissen wir nicht. Möglich wäre sie, als ob die Zellerfondue ist bei uns jetzt ja besonders günstig. Zum Abschluss noch der Wochenhit aus dem Coop-Restaurant. Rindskackets, Hörnli und Äpfelmus für weniger als 10 Franken. Das war es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen, wie Sie sich gegen unbetene Besucher absichern können. Es wäre schön, wenn Sie auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen.